Er war Landarzt und hatte Benzin im Blut. Und er machte seinen Kindheitstraum wahr. Wenn wir mal das Chassis gesehen haben, gefunden, wenn wir dort eine leichte Karosserie draufbauen können, dann könnte man daraus einen ganz interessanten Sportwagen machen. Im Luzerner Enkelbuch entwirft Dr. Emil Enzmann um 1950 zusammen mit seinem Vater und drei Brüdern einen formschönen, sparsamen und nur 600 Kilogramm leichten Sportwagen. Wichtig ist, dass kein Übergewicht ist. Und so schon mit dem Auto, mit dem TÜV und mit allem. Der revolutionäre Schweizer ohne Türen avanciert am Autosalon in Frankfurt zum Publikumsrenner. Deutsche Grossisten wollen ihn, auf VW-Chassis aufgebaut, in Serie produzieren. Das ist bis zum Nordhof gegangen, das war der grosse VW-Boss. Und der hat einfach gesagt, wir haben Karmann, wir haben Porsche. Und es gibt kein Chassis für eine kleine Firma in der Schweiz. Nach 90 von Hand gefertigten Wagen stellen die Enzmann-Brüder 1968 ihre Produktion ein. Würden wir noch ein Auto machen? Ja, ja. Was wir wahrscheinlich nicht mehr machen, wir würden auch einen VW nehmen. Ein fast vergessenes Stück Schweizer Automobilgeschichte. Jetzt als Film.